Willkommen zurück zu Final Fantasy Lightning Returns. Wir gehen jetzt in den Oasenturm. Leuchtturm. Dafür müssen wir jetzt ein Symbol setzen. Ungefähr hier. Genau. Und dann go. Weil dort werden wir die nächsten getrocknete Flutlandes am nächsten. Die letzten Energieeinheiten haben wir da nicht geholt. Nein. Nein, einfach nur nein. Uns fehlen die getrockneten Flutlande und da ist auch Zenfort, mit dem wir reden müssen, um die schwierigste Mission freizuschalten. Und zwar alle letzten besiegen. Ich sag's mal so, wenn man Platin-Trophäe haben will, muss man das machen. Wir versuchen 2, 3, 4, 5 Stück zu machen. Wir werden nicht alle machen. Dafür haben wir gar keine Zeit. Und keinen Kopf dafür, weil da würde man 1 Million Jahre spielen. Allein schon 65.000 Stück zu besiegen von diesem einen Monster halte ich für nahezu unmöglich, wenn man es nicht 10-mal durchgespielt hat und wirklich jede einzelne Sache auswendig kennt. Okay, einfach gerade durch. Gehen wir mal mit. Weil ohne Witz, da muss ich das Spiel in- und auswendig kennen. Damit ich genau weiß, jetzt muss ich dahin, jetzt dahin, jetzt dahin und keinen Fehler machen. Das ist ja dann wirklich so, dass du Screenshot. Es bleibt Tradition. Das ist ja dann wirklich so, dass du einfach nur liefern musst. Du darfst keinen Fehler machen. Weil ein Fehler könnte schon bedeuten, dass die Quest vorbei ist. Und das ist doch scheiße. Warum soll ich mir sowas antun? Und das gehört auch nicht in den Let's Play, finde ich. Das gehört, wenn man privat Bock hat, Errungenschaften freizuschalten und Platin-Trophäen und generell Trophäen zu sammeln, dann ja. Wer es machen möchte, gerne. Allerdings, ich sag so, ich bin nicht der Typ, der wirklich dann Stunden, Wochen lang davor sitzt und versucht, irgendwelche Trophäen zu sammeln. Ich freue mich über Bronze-Trophäen, wenn ich mal welche bekomme, weil ich außer jetzt bei Final Fantasy 9 nie reingucke, wie ich eine Trophäe bekomme. Deshalb ist es immer blind. Deshalb freue ich mich darüber, wenn ich welche bekomme. Wenn ich keine bekomme, dann ist es halt auch so. Meistens diese Standarddinger bekommt man ja und dann hat man ja auch genügend Trophäen, aber ich glaube, Platin werde ich mir bei keinem Spiel besorgen. Dafür habe ich einfach weder Zeit noch Lust noch sonst irgendwas. Wir waren noch gar nicht beim Oasenleuchtturm, der ist noch zu. Das ist gar nicht. Kein Wunder, dass wir mit dem Zenfort noch gar nicht geredet haben. Aber wie haben wir dann die eine Energieeinheit gefunden? Weil da oben soll es 3 Stück geben, laut einem Kommentar. Wenn ich da oben noch nicht war, warum ist das gut? Es ist rätselhaft. Eigentlich hätte ich ja da gar keine Energieeinheit haben sollen können. Und der Afrokaktor, genau den müssen wir auch noch besiegen. Der Afrokaktor, das ist nämlich der, den wir damals schon besiegen mussten, wo ich dann gesagt habe, scheiße, was mache ich jetzt? Irgendwie habe ich den Afrokaktor nicht. Ich hätte hier hochgemusst, einfach nur. Ich meine, hier gibt es so viele Kämpfe, da kann man auch mal das in Kauf nehmen, es später zu machen. Achso, und heute werde ich meinen Plan ändern, weil ich möchte heute das Feuerwerk sehen und zum Duell gehen.
oder eins von beiden wenigstens. Weil ich habe mich angeguckt, was wir heute Abend machen, und ich sag ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange Noel und das Feuerwerk da sind. Deshalb müssen wir jetzt nicht auch die Energieeinheit machen. Alter, was war das sogar für ein Schaden? Wir müssen nicht jetzt die Energieeinheiten holen, weil wenn wir diese Quest annehmen, haben wir nur noch 3 Tage Zeit. Nach 3 Tagen wäre es dann vorbei. Dann ist die Quest nicht mehr machbar, beziehungsweise vorbei. Darauf habe ich keine Lust. Ich möchte die Roboter-Quest schaffen. Dass ich mich Quests aufgeschrieben habe, die ich machen möchte. Ich habe mir nicht alle Quests aufgeschrieben, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir bestimmte Quests aufgeschrieben, die ich geil finde, auf die ich Bock habe. Und ich habe mir auch genügend Quests einfach besorgt. Warum sollte ich sowas machen? Zum Beispiel die letzten. Ich zeige euch, wo man die Quests annehmen kann. Ich zeige euch auch an genügend Beispielen, wie man die letzten besiegt. Wir werden von den einfachen viele besiegen, aber wir werden auch, ich glaube, keine Chocobo-Fresser oder sowas machen. Obwohl die Chocobo-Fresser gar nicht so schlimm sein sollen, weil es sind halt so große Viecher und bei den großen Viechern muss man nicht so viele kaputt machen. Da gibt es weitaus schlimmere. Ich kann mir nichts vorstellen, ich habe das Spiel einmal nur in LP gesehen und selbst, glaube ich, noch nie komplett. Du hast die Spezies Afrokaktor ausgerottet. Wie cool ist das denn? Afrokaktor. Es gibt ja nur diesen einen. Und jetzt haben wir eine weitere Quest geschafft. Und einen EP-Punkt bekommen. Auch geil. Cool. Afrokaktor ist also auch geschafft. Wie geil eigentlich. Ich hatte nämlich schon befürchtet, dass wir es nicht schaffen. Hä, aber hier war ich doch schon. Noch ein Kaktor. Hey, ist weg. Warum ist er weg? Und was sind das für Kisten? Und warum liegen hier so viele Sachen? Hey, you. Yeah, you there. Don't you think the last of something seems a bit more special? More valuable, even? Not necessarily. Could just be the leftovers that no one else wanted. Hmm. You just don't get it. I guess I have to explain to you the awesomeness of my research, then. No, you really don't. But thanks anyway. Wait, wait, wait. This is your last chance. Are you sure you want to miss out on your chance to hear the last researcher? Last researcher? Ich kann nicht mehr. Ich kann das Gebabbel nicht mehr. Ich muss diesen Kaktor angucken. Was ist da los? Weil man hört ihn noch. Wie geil ist das denn? Ich feiere das gerade voll. I've spent this endless life of mine researching the ends of all the many things in our world. And now, I'm researching the last of the monsters. So you're studying how they die? No, no. That'd be their last moments. I meant the last specimen of a species of monsters. I don't follow. You see, you reduce the number of specimens in a species until they're on the very verge of extinction. Then, what will happen to the last individual? One lone survivor in the face of extinction. It turns out the last individual receives the collective strength of its species, and it transforms. Its form is enveloped in a sickly light, and it becomes far stronger than is normal for an individual of its kind. I've come to call this the last one. Erdfresser, der noch stärker wird. I must gather data on all the species that manifest a last one. I want to drive every last species of monster to the brink of extinction and study their survivors. I don't know whether to salute you or slap you. You want to wipe out all the monsters in the world. The world is ending anyway, right? Dieser Kaktor! Was ist mit diesem Kaktor los? Speeding things up. No need to feel bad. Get out there and start killing. Ich will so einen haben. Are you talking to me? I need someone to start exterminating monsters fast, so I can study as many last ones as possible.
You're obviously strong enough for the task, so get to it! It's impossible. All the time in the world would not be enough to hunt a species into extinction. Yes, you're right. You'd have to be able to live through this life countless times to do such a thing. Why ask if you know it's impossible? Like I said, the world is ending anyway. If you don't ask for what you want now, then when will you? I knew it was too much to hope for. But somehow when I saw you, I thought you might actually be capable of it. Do you even listen to yourself? Die Letzten. Durch die Begegnung mit Sanford am Oasenleuchtturm erfährst du über die Letzten. Dabei handelt es sich um die letzte Monsterart einer jeweils vom Aussterbenden bedrohten Monsterrasse. In den Letzten sammelten sich alle Kräfte der gesamten Spezies, was sie überaus gefährlich macht. Sanford verlangt nach mehr Informationen. Dezimiere alle Monsterrasse auf ein einzelnes Exemplar und vernichte auch die Letzten. Diese Quest ist eigentlich so schick und gemein. Fine. Wir töten sie ja. I guess I can at least try, but no promises. I know you'll be able to do it. I can see it in your eyes. You'll come back to me a success. Ich will es eigentlich nicht machen. Wie schnell ist er denn jetzt weggelaufen? Ich liebe diesen Kaktor. Was hat er hier? Alter! Wie schnell war er denn? Leuchtenden Stellen im Boden anklicken. Hey, hier sind gar keine Leuchten. Ich habe vorhin von der anderen Seite eine leuchtende Stelle gesehen. Aber sie ist weg. Da ist eine. Hier sind sie. Energieeinheit. Could this be what we need? Noch eine Energie. Alright, so I've run an analysis. Und noch eine. This should fuel Bhakti too. Alles klar. You managed to get a lot of fuel. War einfacher als gedacht, ganz ehrlich. I guess I'll find out. Ich dachte, es ist weitaus schwerer. Dann haben wir jetzt alle Energieeinheiten. Wie wäre es mal mit dem Schock? Können wir es auch wieder leiser machen? Alter, wir können uns nicht mehr heilen. Noch eine Kaktor-Puppe. Also ich versuche jetzt den Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Ich will nicht noch mehr Zeit verlieren. Was natürlich blöd ist, weil wenn wir die Teleportation benutzen, verlieren wir schneller unsere ATB als normal. Ich weiß nicht, warum das so ist. Allerdings ist es blöd. Einer? Einer nehme ich gerne an. Es müssten zwei sein. Und wir gehen einfach so tot, so instant, so BAM! Für die Hochnäsigkeit. Ja, was sagt ihr zu der aktuellen WM? Die großen Favoriten haben alle eigentlich bis jetzt verkackt. Frankreich glücklich gewonnen, Deutschland verloren, Spanien unentschieden. Gut, gegen Portugal, das war, da kann man jetzt weniger denen die Schuld geben. England verlor, hat gerade so gewonnen in der letzten Minute. Also die Brasilien unentschieden, alle haben tatsächlich verkackt. Weg Richtung Osten müsste ich eigentlich erst gehen. Scheiße, ich glaube, wir werden jetzt erwischt. Weg Richtung Osten, in der Mitte ist ein Loch. Hä, verstehe ich gerade nicht.
unten gehen. Der Schlucht. Ach, das hier ist der Weg nach Osten. Da wäre die Kaktusstatue gewesen. Okay. Na toll. Zwei Stück. Das könnte jetzt geknackt werden. Weil wir haben keine Heilung mehr. Der eine ist schon weg. Zum Glück ist es noch ein Goblet und nicht noch so einer von denen. Alles klar. Überhaupt Schaden genommen? Ich nehme jetzt die rote Kaktus-Statue, weil wir können ja auch von da dann zurück. Wir müssen jetzt eh erstmal Heilung holen. Hier. Und ein Erdfass aus dem Weg gehen. Machen wir gerne. Ja, glaube ich auch mittlerweile, dass ihr nur noch wegen uns aufhabt. Macht mich eigentlich nicht stolz, sondern eher sauer. Weil wir euch das ganze Geld geben. Ursprungsforschung. Nicht nur Räuber sind an Ruinen in den klaren Dünen interessiert, sondern auch Wissenschaftler. Ein Forscher hat es angeblich sogar bis hinter das Südtor des Tempelruine geschafft. Dort gibt es sicher unentdeckte Relikte, die nicht mal die Räuber gefunden haben. Goldskarabäus. Will ich das wirklich haben? Ja, mach ich. Hä? Ein Flortrank aus Versehen? Und weil ich das so schön fand, habe ich gerade noch einen gekauft. Okay, jetzt kann man gerade noch einen kaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Kaktor ist das? Kann man da Nordtor, Südtor. Bestimmt falsch. Falsch. Ah, Tempelruine, ja, kann ja nicht sein. Sandsturm, Gottes Zorn, könnte das der gewesen sein? Sieht gut aus. Links in diese Dinger. Dann. Wir hätten Richtung Norden gemusst. Heißt, wir laufen jetzt nach links. Dann müssten wir theoretisch ja dieser Lupe entgegenlaufen. Vielleicht kriegen wir nämlich jetzt auch noch. Das wäre auf jeden Fall super. Ich hatte es schon angekotzt, dass ich die nicht gefunden habe. Gut, dann waren wir aber falsch, glaube ich. Dann macht es auch Sinn, dass wir die nicht gefunden haben. Konnte die Attacke nicht mehr machen. Sei geschockt. Jetzt geht's wieder. Weil die geben, glaube ich, 2 EP, deshalb will ich diesen Kampf. Unfurl the wings
Und wenn die 2 EP gehen, will ich diesen Trank unbedingt. Es ist zwar nervig, bis sie geschockt sind, aber dann geht's ja schnell. Jawohl. So, von denen gerne bitte mehr. Hier durch und dann links. Ja. Hä, ich hab geschlagen, vorbeigeschlagen. Kann denn so ein kleines Vieh, das einfach in mich fliegt, schneller sein beim Angriff als ich? Hat jetzt gar keinen Sinn gemacht eigentlich, aber egal. Einfach die nächste Waffe. Hier muss jetzt irgendwo eine Lupe sein. In der Kiste wahrscheinlich. Aber wo? Irgendwo muss jetzt hier eine Lupe sein. In der Mitte Ultra? Doch was. Oben auf der Kante. Wo ist jetzt hier ein Loch? Verstehe nicht, was ich mir aufgeschrieben habe. Ach so, die sind doch Flocken. Ich bin so blöd. Erst die. Dann wird es hier auch jetzt schneller vorangehen. Nein! Okay, hat geklappt. Er ist draußen. Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Power wie am Anfang, wenn wir hier waren, habe ich das Gefühl. Es geht alles ein bisschen schneller. Und wir haben ja die Ausrüstung noch nicht groß gewechselt. Nein. Mitte, unterhalb des Lochs. Wo ist jetzt hier ein Loch? Warum greife ich mal erst hin? Weil du einfach nur drauf gehauen hast. Aber knapp. Jawohl. Hier wäre unterhalb des Loches. Beziehungsweise unterhalb der Brücke wäre jetzt hier. Aber hier ist gar nichts. Doch irgendwo diese blöde Lupe sein. Kann ja nicht weg sein. Kann ja nicht weg sein. Ich glaube, wir sind falsch gelaufen. Wo ist diese Lupe? Oh. Ich versuche euch ja immer reinzuschreiben, welche Missionen wir gerade machen. Dann habt ihr es einfacher, falls ihr es nachspielen wollt. Dann einfach
skippen von mir aus oder halt dem LP folgen und dann seht ihr, wo wir hin müssen. Ich laufe jetzt mal gleich in diese Sackgasse. Vielleicht ist es ja in dieser Sackgasse jetzt hier hoch dann links. Das würde mich einfach passen zu Square Enix, dass sie es da drinnen versteckt haben. Drecksack. Ich liebe dieses Spiel, aber Drecksack. Nö. Warum jetzt schon? Jetzt da, weg da. Zack, zack, zack. Rucki, ducki, wack, wack, wack. Okay. Nehme ich gerne mit. Zwei Stück von EP wieder. Gerne, 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 gerne. Am Anfang hatte ich Angst vor Krankatschen. Mittlerweile sage ich, liebe gerne mehr von denen. Die geben zwei EP. Die könnten sogar die Kisten öffnen mit denen. Wenn wir die häufiger hätten. Aber ich glaube, das ist auch so häufig spawnen die leider gar nicht. Was macht eigentlich Flora? Was macht der? Sei geschockt. Ja. Ja. Reicht mir nicht? Jawohl. Peng macht auch jetzt Damage mittlerweile. Geil. Sind schon wieder dabei. Jetzt will ich mal hier lang laufen. Es muss ja auch hier irgendwo auf sich haben. Da ist schon mal eine Krux. Da ist eine Krux, die wir noch nicht haben. Wo ist jetzt diese Lupe? Aber von der Krux steht jetzt ja auch gar nichts in der Nähe. Hier schon wieder falsch oder was? Mit seinen blöden 1000 Nadeln. Warum machen die so viel Damage? Nein! Aber ich verstehe nicht, wo diese verdammte Lupe sein soll. Ich verstehe es nicht. Wir hätten die schon längst sehen müssen. Die ist ja hier irgendwo in der Nähe. Heute kommt der Postbote mit meinem neuen Handy. Oh, mein altes Handy. Kisten geschleppt. Und komplettes Glas einfach gespielt hat. Alter. Boah, ich hab so gut die Arbeit gehasst. So gehasst. Natürlich selbst schuld. Dass man es vorne in der Tasche hat und nicht hinten. Aber. Alter. Generell schon die Hölle los. Und dann noch sowas und dann stehst du. Das ist jetzt einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr.
Okay, jetzt mal eine andere Konstellation. Okay. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir von der Kleidung her mehr, sag mal, Magie reinbekommen noch. Sobald mich ein Gegner gegen Blitz immun wäre, hätten wir schon ein Problem. Jawohl. Jawohl. Ich habe zwar nichts mehr gesehen, aber wir haben gewonnen. Muss doch irgendwo diese verdammte Lupe sein. Hä? Was war das? Warum ist es weg? Ich verstehe nicht, wo diese Lupe sein soll, ganz ehrlich. Hier ist ein Vorsprung, wo man hoch kann. Aber... die Zeit läuft jetzt weiter. Im Grunde jetzt nicht so schlimm, aber wenn ich gerade hier experimentiere, würde ich nicht gerne, dass die Zeit weiterläuft, sehen. Da oben ist eine Kiste. Das ist sie bestimmt, die Lupe, oder? 100%. Vorbei. Ich will wissen, was da drin ist. Das muss die Lupe sein. Weil sonst habe ich nichts gesehen. Wo war das so nah an der Siedlung? Einfach nur Shit. Warum ist denn jetzt schon wieder die Chronostasis vorbei? Da hinten ist auch noch eine Kiste. Habe ich gerade gesehen, dass ich gerade umgelaufen bin. Atmosandsee. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Atmosandsee sollte sein. Ich will nicht wissen, wo sie ist. Ich will einfach nur den ungefähren Standard wissen, dass ich nicht
irgendwo im Norden rumlaufe, wenn es im Süden ist. Könnte das auf dem Stein da sein? Bitte. Je glatter die Haut. Okay. Werbung mit. Hä? Warum das jetzt auch immer angegangen ist? Ich glaube, ich möchte es auch gar nicht erst wissen. Es war gruselig. Spreche ich auf den Steinort, dass es hier oben drauf ist? Überhaupt richtig eigentlich. Atmosanze. Ich reg's halt auf, dass wir das jetzt nicht finden. Weil es kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Und ich will jetzt gerade hoch. Ich will jetzt hier hoch. Wenn man so cool klettern kann. Das muss doch eigentlich irgendwas bedeuten. Okay. Was haben wir? Nur ein Wüstenschahagin. Sollte ja dann schnell gehen. Theoretisch. Praktisch. Naja. Habe ich schon Schlimmeres gesehen. Jawohl. Atmosanze. Wo sind wir gerade? Sein Stimmgottes. So. Atmos und See. In der Flutlande. Atmos. Da waren wir noch gar nicht anscheinend. Okay. Dann ab zur Ruffian-Siedlung. Also wir haben den roten Kaktus dann noch gar nicht aktiviert. Hä, dann bin ich sowieso komplett falsch gerade gewesen. Wir waren zwar schon mal ein Stückchen dahin gelaufen, aber ich glaube... Wir hätten einfach zum roten Kappe gehen müssen. Es wäre wahrscheinlich um einiges schlauer geworden. Fang, you got this? Wir haben noch so viele Waffen, die wir auch ausprobieren wollen. Also wir werden auf jeden Fall bald unsere Aufrüstung nochmal ändern. Weil ich brauche auch irgendwas mit Feuer oder Feuer, wenn ich sogar... Und dann sollte es einfacher gehen. Glaube ich auch richtig? Ja. Weil die Atmosphäre ist so riesig. Da ist ein Kaktus. Wenn der Kaktus jetzt Richtung Norden ist, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich zurückgehen. Better get ready.
will diese Lupe in dieser Folge noch haben. Dann haben wir ja zumindest ein paar Sachen gefunden. Was gibt's hier? Irgendein Schrein? Kämpfe? Ist auch noch irgendeine Vorrichtung oder so? Ist da vielleicht eine Kiste? Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch einfach nur gerade mal die Gegend hier erkunden. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Okay, hier war schon mal gar nichts. Der stand ja auch Richtung Norden, das heißt, wir müssen jetzt echt um Süden. Dann sollten wir endlich diese verdammte Lupe doch auch finden. Kann ja nicht so schwer sein. So, die Lupe dreht mich gerade auf. Sehr gut. Was bin ich froh, wenn ich diese Lupe gleich habe. Falls ich sie überhaupt finde. Im Moment sieht es ja eher nicht so aus. Alter, Alter, Alter. Ich habe nur noch hier Tschu-Tschu-Tschu gesehen. Ich glaube, für den Eidechsen haben wir jetzt auch. Alex. Was ist das hier? Fantastisches Heiligtum. Müssen wir aber auch noch hin. Wahrscheinlich ist hier nämlich auch eine Krux, die wir benutzen müssen, um, ich sag mal, ein, wie heißt das, Bilderrahmen nicht, das heißt ein Fragment zu finden. Das sind viele von denen. Hier ist alles viel zu riesig. Ich finde doch niemals diese Lupe. Mich ärgert halt, weil ich will diese Lupe nicht finden. Ich will sie unbedingt finden jetzt. Jetzt, wo ich nur so viel Zeit genommen habe, will ich nicht aufgeben. Errungenschaft freigeschaltet, Knechterin. Cool. Ein Ring, sie zu knechten. Ich möchte jetzt gerade mal nicht kämpfen. Hier ist ein Loch auf jeden Fall. Jetzt muss ich kämpfen. Er ist zu nah. Schlag doch! Hier ist auf jeden Fall jetzt so ein Loch. Rund am Schlag war mal unser stärkster Schlag. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn wir jetzt mit dem weiter hier performen müssten. Ach du Scheiß, wie wenig Damage wir dann machen würden. Hat gerade irgendwas Pinkes geleuchtet. Ich glaube, das war gerade ein Grafikfehler.
sieht nicht so aus. Da ist aber eine Kiste. Regenbogengreif. Mann! Die Hoffnung war groß, dass es jetzt die Lupe ist. Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Ich habe sie noch nie gefunden. Wenn dann nach die Lupe, ehrlich gesagt. Aber ich würde sie gerne finden. Hey, wer bist du denn? Bias Außenstelle. Ich glaube, der ist weg. Alter. Wenn ich jetzt mit dem Fetzen noch überlebt hätte. Also manchmal gehen die Schläge ab. This is a brand you do note. He is the perfect. Hier ist die Außenstelle. Dann Weg Richtung Osten. Nee. Das ist ja da, wo wir gerade herkommen. Ich verstehe es nicht, warum wir diese Muppe nicht sehen. Einfach mal jemand gefragt. Nördlich der Siedlung in einer Kiste. Beziehungsweise Sphäre. Also diesen zwei Wegen folgen wir jetzt nochmal. Es gibt ja diese zwei Wege, die da zu diesem Tempel führen. Wird das jetzt wieder eine längere Folge, ohne viel Tramram, ohne viel zu erleben. Jawohl, Fang ist useless. Nicht useless, Fang ist gut. Ich wollte nicht sagen, Fang macht mal gute Arbeit. Am besten Schlag gemacht. Hier sein, weil hier ist. Weil von hier kommen wir ja gerade erst. Jetzt kriegen sie EP wieder aus. Diese blöde Sucherei. Ja, toll, dass sie sie schon eingesammelt haben, eigentlich. Weil du läufst dann hier vorbei. Mhm. Ich hab vier Euro nicht eingesammelt, mein Freund. Du weißt, dass ich blind bin. Kannst du nur denken, dass ich sie gesehen hätte? Und wo? Vor allem bei sowas.
ist geil. Chaos. Okay, das könnte jetzt auch spannend werden. Warum habe ich es gemacht? Ich hoffe, dass wir jetzt 2 EP bekommen. Oder zumindest einen schon mal. Weil die sind jetzt nicht so mega stark und selbst wenn die jetzt den Boost haben, glaube ich, wäre besser wie ein Erdfresser. Unfurl the wings of death. Die sieht man hier in der Wüste so gut. War es nur einer? Das. Uah. Das ist keiner. Das ist ein Fettsack. Da vorne glitzert was. Ist das endlich die Lücke? Ja! Geil! Endlich! Alter! Wie lange hat das jetzt gedauert? Mann! Geil! Ha, wir fallen 3 Sterne, Steine vom Herzen. Wir fallen auch Sterne vom Herzen. Alter, ich dachte schon, ich finde die nie. Ich bin so blöd. Oh Gott, ey. Oh Gott im Himmel. Endlich. Jetzt links. Dem endlich seine blöde Lupe bringen. Ah, oh Mann, ey. Endlich. Geil. Finde ich gut. Und warum habe ich die EP-Fertigkeiten nicht aktiviert? Wir bringen jetzt noch die Quest ab. Dann haben wir die endlich. Und dann geht's weiter mit Kruxe verwenden und versuchen weiterzukommen in den Tempeln. Wir müssen ja jetzt die Wunschtafeln, in diese Fresken sammeln. Und ich glaube, das könnte geil werden. Es könnte spannend werden. Die nächste Folge ist auf jeden Fall besser wie diese, weil diese, das war ja ein ewiges Suchen einfach. Okay, Fertigkeit natürlich. Ansonsten wird das hier gar nichts mehr. Oh Mann, ey. Endlich. Noch im Weg. Muss das jetzt sein? Ich dachte, ich schläge jetzt einfach so nach rechts aus und trifft uns und alle instant down. Beziehungsweise im Kampf und dann down. Wenn wir den Kampf nicht gewinnen würden. So, jetzt zu dem kleinen Jungen, der mich so genannt. Neue Quest? I know you. You're that new band that everyone's talking about, aren't you? Well, I don't listen to rumors.
Ooh, look at little Miss Antisocial. Well, I'm Jameis, former bandit. Former? Sure, now I'm just a useless sponge soaked in booze. I drink a whole ocean of chaos if it drown my sorrows. I've been away from the desert for a while now, but I came right back when I heard about you, girlie. And what do I have to do with anything? Sit back and let me tell you the tale about my days as a greedy bandit. I'd do anything. I'd pick a ruin clean and then go right back out. Ja, muss weiß ich jetzt nichts. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Someone like me had a family. We may not have been related by blood, but my kids loved me like I was Alter, the prince. 156 years ago, on a day I can't forget, a day I don't want to remember. Then don't. No one's asking you to. Muss er so hochschreien? Please, I've come all this way. At least hear me out. That day I had taken the kids with me to the ruins. It was just a regular day of exploration until those damn skeletons appeared. There wasn't time to get the kids away. Only one who survived was you. So you've been blaming yourself and plotting your vengeance? Is that it? You overestimate a drunk like me. You think a washed-up loser like me has the guts to seek vengeance? I just turned tail and ran away straight into a bottle. All I could do was hate those skeletons from afar. Yet you came back to the desert now. All because you heard about me joining the gang? I did. You managed to open the seals that no one else has been able to do a thing about. When I heard that, I knew that if anyone could help me, it was you. So I came back. I've got to ask you a favor. I know you don't owe me a thing, but you're the only one I can ask. I'll get down and beg you. Just please. Please, destroy every last one of them. Nein! Bastards, wipe them off the face of the world. I'll never rest easy until I know that they're gone. You couldn't save the children, but you think this might help. I know it's too much to ask a stranger. I can't give you much in return, but... Nein! Noch 49? Das kann nicht sein! 49 Skeletons noch. Der ehemalige Wüstenräuber Jabus taucht plötzlich in Ruffian auf. Vor über 150 Jahren verlor er seine Kinder an die Skeletons der Wüste und sinnt seitdem nach Rache. Als er von Lightning hört, macht er sich auf nach Ruffian. Erfülle ihm seinen Wunsch und vernichte sämtliche Skeletons. Noch 49. Wir hätten jede annehmen müssen. Sieg ist cool. Und mein Magen krummelt auch wieder. Lost. Na mal. What's the deal? Looks like you had it. Nice. Doch in Ruhe. Vielleicht will ich die auch mal behalten. Vielleicht kriege ich ja was Schönes dafür. Laborante. Ja. Bringt nichts. Errungenschaft freigeschaltet, Synthesemeisterin. Ärgert mich gerade. Weil es nichts bringt. Angriffszauber plus 40. Das ist noch immer gut. Maximal TP plus 100. Yep. Das ist gut. Prozent.
Bringt aber nichts. Brauchen Feuerstufe 2 einfach. Es ist langsam soweit. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy Lightning Returns. Bis dann.